Beziehungsprobleme können wir nicht auflösen, verändern, wenn wir nicht an unseren Verhaltensweisen arbeiten, an unseren Überzeugungen, Gedanken, an unseren Glaubenssätzen. Ich habe viele Frauen, die zu mir kommen, die aus jahrelanger Therapie bei mir landen und sagen, Samara, diese Therapie hat nicht wirklich geholfen. Zwar netter Therapeut, liebe Therapeutin, aber ich saß nur da und habe geredet und das war's. Wenn du wirklich etwas in deinem Leben verändern möchtest, dann sollte man immer an die Wurzel gehen, an den Grund, an die Urwurzel. Und die steckt meistens ganz woanders. Die steckt nicht in der Beziehung, sondern schon vorher. Und wenn wir daran arbeiten, können wir ganz viel verändern. Und wenn ich sage Beziehung, meine ich damit nicht nur die Beziehung zum Partner oder zur Partnerin. Es kann die Beziehung zum Geld sein, zum Chef sein, zu deinem eigenen Kind sein. Und wenn wir da in die Wurzel gehen, braucht man nicht stundenlang über die Vergangenheit zu reden oder über die Kindheit zu reden. Ist auch ein Teil, ja. Aber wir müssten an dir arbeiten, ja? Körperlich, dann aber auch nochmal mental. Es gibt emotional, es gibt verschiedene Bereiche, an denen wir an deinem Feld arbeiten können, an dir selber persönlich. Und erst dann, wenn wir da ansetzen, kann sich im Außen bei dir etwas verändern. Es reicht also nicht nur, in der Therapie zu sitzen und einfach nur zu reden. Es tut gut und es hilft auch vielen Menschen natürlich, dass sie rauskommen aus Depressionen. Aber es verändert dann nicht so viel wirklich im Außen. Es hilft vielleicht auch, sich selbst klar zu werden oder sich selbst viele Dinge bewusst zu werden, wenn man redet. Aber es braucht manchmal viel, viel mehr und es müsste ein bisschen tiefer gehen, um Dinge zu verändern, als einfach nur zu reden. Wenn du da Unterstützung haben möchtest oder Begleitung von mir haben möchtest, unten gibt es einen Link, du kommst auf meine Webseite, da können wir kurz telefonieren und ich schaue, ob ich dir helfen kann. Und wenn ja, kann ich dich sehr, sehr gerne begleiten. Wenn ihr noch Videowünsche habt, schreibt sie unten rein. Ich wünsche jetzt jedem von euch da draußen einen wundervollen Tag und bis bald zu einem der nächsten Videos.